Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters mit Chibi Let's Play, dem kleinen Terry, Thea, Hami und Ray, unserem Neuzugang. Und ich bin mal gespannt, wie er sich dann so entwickeln wird. Nun, wir haben jetzt bei Medallia auch ein Portal öffnen können, beziehungsweise der kleine Schleim da vorne hat uns das Tor geöffnet und wir gehen jetzt hinein. Jui! Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir suchen ja jetzt Monster Nummer 100. Und Gizmo und Nachtwips. Okay. Gizmo ist bei dem Züchten sehr vielseitig, habe ich irgendwo mal gelesen. Aber ich dachte mir, für Monster 100 muss es schon irgendwas richtig Episches sein. Deswegen haue ich jetzt einfach drauf und schaue, dass Ray auch ordentlich levelt. Fireball gelernt, Speed gelernt, Feueratem, Kälteatem. Sehr schön. Sehr schön. Dann hat er auch so ein bisschen was von seiner Mami. Boxslime. Ah. Okay. Sehr schön. Wie viele Etagen haben wir? 18. Okay. Eine Tricktruhe. Ups. Gehen wir mal mit Gigaball direkt drauf. Megasonic. Du drauf los. So. Zum Glück nur auf Hami. So. 1026 Erfahrungspunkte. Level 40 für Hami und Level 5 für Ray. Mega Speed. Sehr schön. Oh, okay. Ein weiterer Master. Ich nehme mal den Heiltropfen. Hey! Ich komme aus Walter. Es wird Zeit zu kämpfen. Gigantes. Ja, oder noch ein Lava-Dämon. Oder wir hauen einfach drauf. Hyperfeuer. Als Schutz, man weiß ja nie. Und Feueratem. Gigantes bereitet sich vor. Okay. Dann nehmen wir Giga-Eis. Und du setzt Allheiler ein, bitte. Und ja, du wärst ab. Erstmal. Yay, Tänzer besiegt. Sehr schön. Okay, Angriff, Passiv, Angriff. Okay. Level 7 für Ray. Mist, ich werde dich nie vergessen.
Wir haben einen Teleporter bekommen. Yay. Ach, ich hätte wahrscheinlich in der Tasche mehr Platz schaffen sollen, hä? Hm? Dann hätte ich mehr Items von ihm bekommen. Naja. Gut. Nachtlips. Also ich denke, die werde ich mir dann erst später holen. Und ich gehe jetzt wirklich erstmal bis zum Boss. Für die Nummer 100. So. Eigentlich müssen wir nach rechts unten. Da ist nichts. Okay. Ups. Das war ja links unten, okay. Da war was zu futtern. Na, die sehen ja natürlich alle sehr interessant aus. So ist jetzt nicht. Aber okay, dann werde ich später den Dungeon nochmal machen. Okay, läuft, ne? Ratte. Ne, eine Ratte brauchen wir nicht. Hätte ja sein können, dass es vielleicht noch ein Filet ist. Andererseits, ich weiß ja jetzt, wo ich die Dinger kaufen kann. Von daher kann ich jetzt auch ein bisschen spendabler diesbezüglich sein. Boxline. Noch eine Trickkiste. Okay. Gigaball. Los. Und du erstmal auch nochmal Angriff. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ja, okay. Yay. Okay, weiter nach unten. Ja, ich rushe jetzt erstmal bis zum Boss durch. Ey! Und in dem Moment kommen natürlich wilde Monster entgegen. Aber gut, umso mehr Erfahrungspunkte bekommen wir, vor allem für Ray. Bin ich weg. Hm, das ist bestimmt kein Zufall. Ich werde dich heilen, wenn du mich besiegst. Ja. Oh, Spiegel. Der Mistspiegel. Wäre natürlich auch epischen Ausmaßes. Aber gut. So. Okay. Autsch. Das hat gereicht. Sehr schön. Jetzt nur noch auf den Spiegel drauf. Euer Teufelsglas. Versprochen ist versprochen. Möge das Licht dich heilen. Ich gehe jetzt. Tschüss. Weiter nach rechts. Noch weiter nach rechts. Was ist denn da oben? Ein Heiltrank. Wir haben trotzdem zwei Heiler im Team. Da muss ich mir jetzt keine großen Gedanken machen.
Okay. 716 Erfahrungspunkte mal eben. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wirklich ganz große Gefahren für Ray hatten. Wird sich natürlich im Boss dann später... Also im Bosskampf wird das sich dann wahrscheinlich später ändern. Schauen wir mal. So, dann gehen wir direkt in das Loch hinein. Gar nicht lange aufhalten. Das ist jetzt auch sehr praktisch. Und das auch. Was haben wir hier? Nuggets. Eins habe ich. Oh, reicht. Die meint es gerade ein bisschen gut. Finde ich sehr gut. Wir haben schon die Hälfte rum vom Dungeon. No, jetzt ist die Pechsträhne natürlich wieder da. Aber gut. War jetzt auch nicht so schlimm. Was haben wir hier? Ein Heiltrank. Oh, eine Beere. Abwehrbeere. Sehr schön. Wer kann die gebrauchen? Eigentlich du. Dein Fokus liegt auf Abwehr. Was ich übrigens sehr begrüße, mein Freund. Und bei dir ist auch End. Trotzdem wäre ich dafür, dass... Wo ist sie denn? Wo ist die Beere? Achso, ich kann die ja noch gar nicht tragen, weil ich so viel Kram mit mir rumschleppe. Ich habe zum Beispiel 4 Teleporter. Ich hätte wohl zum Bewahrer gehen sollen. Da ist sie jetzt. Für Thea. Und 3 Punkte. Das war jetzt auch nicht die Welt, aber hey. Bei einer Großrechnung... kommt das vielleicht sogar hin. In kniffligen Situationen wird uns das irgendwann bestimmt noch nützlich sein. Was ist denn das da rechts? Der Tod! Ach so, ja, klar, sicher. Ich habe mich nur gewundert, warum der orange gekleidet ist. Aber wir haben den Tod besiegt! Yay! Sehr schön. Heißt das jetzt, wir sind alle unsterblich geworden? Ich glaube, der Tod wird trotzdem wiederkommen. Schinken und Nuggets. Moment. Den Schinken möchte ich dann einmal tauschen. So. Hier haben wir auch noch was Schönes drin. Aber wir werden es nie erfahren, oder? Irrpanzer und Tod. Okay, jetzt kommen doch ganz gute... Monster zu uns. Und flink sind sie. Hyperfeuer. Sehr schön. Dann jetzt noch ein Stupser und der Ork ist weg. Cool. Ein bisschen Gold. Yay! Ich müsste eigentlich gleich nach links, am besten jetzt. Und dann nach unten. Hm, da ist noch was. Hey! Ich brauche Antifluch. Ja.
Na komm. Okay. Giga heil sich selbst. Angriff. Hami, was genau sollte das eigentlich? So. Meine Güte. Ach nee. Gut, ich habe zwei Lebblätter. Dann eins für Thea. War wirklich nicht schlau von dir, Hami. So. Gut. Ich hoffe, dass Ray bald das Lied lernt, was Fei bereits drauf hatte. Illusion. Okay. Die Attacken steigern sich. Mystans Irrpanzer weiblich möchte mitkommen. Ja gut, okay. Wie nennen wir dich denn? Irrpanzer. Weiblich auch noch. Trud, also Trudy wollte ich ja eigentlich nehmen, aber nimm mal Trud. Ist mitnehmen? Nein. Gut, okay, jetzt haben wir zwar streng genommen Monster 100, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Sie wollte es unbedingt und da dachte ich mir, okay. Ist ja nicht schlimm. Wenn sie es freiwillig so möchte. Wieder eine Truhe. Wieder ein Trick. Schade. Na dann mal los. Wird mal wieder Zeit für ein Level-Up, ne, Ray? Oh. Das wird jetzt ein bisschen dauern wieder. Aber hey, du bist schon auf Level 10. Das finde ich schon ganz gut. Illusion, Sandsturm. Ja gut. Ja. So. Da ich jetzt eh nicht mehr so genau drauf achten muss, kann ich jetzt auch die Nuggets wehren. Na gut, dann nicht. Nächste Etage. Da haben wir wieder den Tod. Okay, machen wir es diesmal ein bisschen anders. Nee, warte.
So, und Hyperfeuer. Ich kann mich erinnern, die Vakuumwelle bringt bei den Ork leider nicht so viel. Die haben eine gewisse Immunität bei. Aber so geht das immerhin. Ach, nicht schon wieder Flüche. Nein. Hier, nimm ein Filet und dann ist gut. Tod möchte mitkommen. Yay! Ich nenne dich auch Tod. Okay. So. Ja, und sonst gibt's bei euch was Neues? Ich kann schon mal sagen, ich habe letztens im Lotto gewonnen. Yay! Waren zwar leider nur 9,80 Euro, aber vom Prinzip her war das schon echt schön. Gut. Vor allem, ich spiele ja mit, also im Lotto spiele ich hauptsächlich nur mit meinen Trinkgeldern, die ich bei der Arbeit bekomme, wenn es dann mal vorkommt. Von daher habe ich ja im Grunde von meinem Eigenkapital jetzt keinen Verlust. Und ich habe vergessen, ein Filet auszuwerfen. Na egal. Das hat mich an dem Tag schon ein bisschen gefreut. Auch wenn 9,80 Euro vom Prinzip her doch sehr schmächtig sind. Okay. Problem ist, die sind immer noch alle verflucht. Also ich... Sandsturm. Mal gucken, was der Sandsturm bewirkt. Hyperfeuer dazu. Ray ist verwirrt, greift blind an und trifft sich selbst. Ist noch stärker vergiftet. Wollte er mich eigentlich jetzt total auf den Arm nehmen? Ja, das ist jetzt gerade sehr heikel. Passiv, passiv. Ray greift sich selbst an aus Versehen. Ich habe jetzt aber auch keine Anti-Items, ist das Problem. So, Allheiler. Thea. Räum mal auf hier. Okay. So, Problem gelöst. Meine Güte. So, der Kollege heilt uns jetzt wieder. Sind die Flüche jetzt auch weg? Kann ich das hier irgendwie sehen? Na, beim nächsten Kampf auf jeden Fall. Okay. Los. Okay. Gut, die Musik ändert sich. Wir sind schon in der letzten Etage. Können jetzt auch direkt weiter, aber ich schaue mich kurz um. Nee, da ist nichts mehr. Na gut, dann möchte ich gerne mein neues Item nochmal ausprobieren, nämlich die Harfe. Ruft Monster herbei durch Musik. Ja.
Und wer weiß, vielleicht können wir noch so ein bisschen trainieren, damit Ray vielleicht auch auf Level 11 kommt. Ich würde es ihm wünschen. Geht sogar mehrfach, yay. Ich finde es irgendwie auch sehr interessant in Videospielen, dass die Protagonisten immer, sofort mit Musikinstrumenten klarkommen. Also die finden irgendetwas, jetzt hier zum Beispiel eben eine Harfe oder eine Flöte oder irgendwas, das in einem Dungeon, in einer Höhle, in der Wüste oder wo auch immer rumlag, seit Jahrtausenden oder was auch immer. Und die wissen sofort, wie sie spielen, was sie spielen, welche Noten sie wie anlegen sollen. Nur damit sich nebenan die Steintafel öffnet oder sonst was. Das finde ich schon irgendwie merkwürdig. V-Schwert, Eisschwert, Rückenwind. Jetzt haben wir zu viele Attacken, es muss was gelöscht werden. Eis. Vakuumschwert würde ich gern behalten. Rückenwind. Weht den Atem des Gegners zurück. Ist prinzipiell nicht verkehrt. Ich würde da sogar fast sagen, wir nehmen Mega Speed weg, weil ich das ja bei Fei auch schon nie verwendet habe. Illusion hat, glaube ich, auch noch jemand anders drauf. Ich meine Thea. Wüstensvorschwer. So. Ne, oder habe ich mich jetzt getäuscht? Thea? Illusion. Sehr gut. Also die Attacken müssen jetzt nicht doppelt und dreifach auftauchen. Naja, was sie ja eigentlich auch tun, weil ich meine, wir haben jetzt zwei Monster mit Feuerattacken und auch Eisattacken. Alkuma nehmen wir mal. Haben wir lange nicht mehr verwendet. Los und Angriff auf den zweiten Ork. So, der ist weg. Du wartest ab. Du wartest ab und du greifst bitte den ersten Ork an. So. Jetzt haben wir nur noch Box Slime. Und der kriegt auch ein Filet. So, Box Slime, wenn ich möchte mitkommen. Sehr schön. Ich würde sagen, ich nenne dich einfach nur Boxy. Oder einfach nur Box. Ah, komm. Nicht mitnehmen. Geh mal zum Hof. So, schön. Dann haben wir jetzt ein weiteres Slime-Monster in unserer Bibliothek registriert. Und wir haben eigentlich schon die halbe Stunde rum, merke ich gerade. Hupsa. Ja, gut. Einmal... Nee, warte, ich bin aber bei der falschen Person. Einmal bitte all Heiler und dann gehen wir rein in die Bosskammer. Guten Tag. Steht hier was drauf? Terry liest den Anschlag. Rausgehen nicht möglich. Trefft eine richtige Entscheidung.
Suche fröhliche Mitarbeiter. Okay. Hey, bei uns geht's richtig ab. Gott, sieht er gut aus. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ach, das klingt doch sympathisch. Okay, ich bin richtig. Zumindest, wenn ich hier den Gegner herausfordern möchte. Mit Schläfer einschläfern. Und dann... So. Bam. Das war alles? Ich habe jetzt gedacht, es kommt ein epischer Bosskampf, wie wir den ja schon öfters mal gesehen haben. Okay. Es passt nur Pilz. Ja, gut. Dann heißt die Pilzfrau jetzt eben Pilz. Es war doch eine Frau, ne? Ich glaube ja. Gott, sind die kräftig. Ah. Hat es dir Spaß gemacht? Los, lass uns gehen. Naja, gut, dann wird der Part jetzt wenigstens nicht ganz so lang. Terry, ihr habt ein neues Monster besiegt. Und? Hast du jetzt dein Lieblingsmonster gefunden? Ach nichts. Du, Amor. Nein. Also, wenn er jetzt auf eine romantische Beziehung zwischen Terry und einem Monster anspielen wollte, nein. Das wird zu... Naja, egal. Trainiere weiter. Ich muss jetzt gehen. Top, top, top. Der hat manchmal komische Gedanken, glaube ich. Nun gut, möge die Macht mit uns sein. Und dann beende ich nun den Part, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und schaltet bitte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!